This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's mal um das Thema immer nur machen. In der Gesellschaft ist es ganz weit verbreitet, dass man immer nur macht, tun, machen, zählt. Wenn man nichts macht, zählt's nichts. Ja, diese Denkansätze so. Was hast du gemacht? Nichts. Ich war halt da gelegen, ja, zählt nicht, ne? Und ja, ich hatte mal ein Video gemacht, einfach machen, aber das war auf was anderes bezogen. Das war einfach darauf bezogen, auf die Dinge, wo man ständig drüber nachdenkt. So, eigentlich weiß man eben, was gesund ist und das soll man einfach machen. Aber es ist auch ganz wichtig, mal Pausen zu machen. Und das ist, denke ich, auch das Problem von unserer Gesellschaft. Aber es ist auch eben ganz wichtig, mal zwischendrin Pausen zu machen. Bei der Musik ist es genauso. Die Pause zwischen den Tönen macht die Musik genauso wie der Ton. Wenn da keine Pause zwischen den Tönen ist, dann entsteht keine Melodie, da ist nichts. Und genauso wichtig ist eben das Passive, sich auszuruhen, heilen und einfach wieder zu sich zu kommen. Und in unserer Gesellschaft ist es eben so, dass die linke Gehirnhälfte, also die aktive Gehirnhälfte, das ist so die männliche Gehirnhälfte, die steuert die rechte Körperseite. Das ist so das aktive Wachstum, logische Denken und all diese Dinge, so ja, das abstrakte, kreative, Musik und so weiter. Das ist so die rechte Gehirnhälfte, was die linke Körperhälfte steuert. Und ja, der Mensch ist eben nur noch am Denken und am Machen mit der rechten Gehirn, mit der linken Gehirnhälfte, Entschuldigung, mit der männlichen, mit dem Aktiven, mit dem Machen. Das Passive ist aber genauso wichtig. Und die Probleme, die sich daraus ergeben, die kann man sich zum Beispiel, wenn man anschaut, im Körper, bei den Menschen, dieses Wachstum, unkontrolliertes Wachstum, egal wohin, man weiß nicht wohin. Das Krebs einfach, unkontrolliertes Zellwachstum. Und genauso haben wir es auf der Welt, dieses unkontrollierte Wirtschaftswachstum. Immer wird nur Wachstum angestrebt in der Wirtschaft und keiner weiß wohin. Es gibt so einen buddhistischen Vergleich, reitet jemand auf einem Pferd ganz eilig vorbei, als wäre das ganz wichtig zu einem Termin, und einer da unten ist, ruft nur kurz, hey, wohin des Weges? Und der Reiter sitzt auf dem Pferd und sagt, keine Ahnung, fragt das Pferd. Und so ist es eben, so wird im Buddhismus eben das Pferd mit unseren Gewohnheitsenergien verglichen. Und ja, unsere Gewohnheitsenergien ziehen uns einfach dahin, dass wir ständig nur machen, machen, machen. Und Pause zählt nichts. Und wenn du dich ausruhst, dann hat man ja nichts erreicht, so ungefähr. Aber diese Pause ist genauso wichtig, genauso wie keine Musik entstehen kann, wenn du keine Pause zwischen dem Ton machst, steht keine Melodie. Und genauso ist es eben wie mit dem Reiter und mit dem Machen. Wenn du das Falsche machst, dann kann es eben auch schaden. Es ist wie zum Beispiel ein Schiff, das untergeht. Wenn sich jeder bewegt, alle hampeln rum, alle sind nur am Machen, dann geht das Schiff noch schneller unter. Wenn einer da ist, der sagt, hey, Ruhe bewahren, bleibt ruhig, dann kann man erstmal drüber nachdenken. Ganz ruhig bleiben, das Schiff geht langsamer unter und man kann sich einen Plan überlegen. Und dann wird einem auch was einfallen. Genau das gleiche war bei der Love Parade damals. Einfach nur machen, so Panik ausgebrochen. Erstmal über eine Handlung nachdenken, bevor man einfach nur unkontrolliert handelt, aus Reflex, aus Gewohnheit heraus. Man überlegen, was man überhaupt macht. Und ja, dieses Ausruhen ist eben sehr wichtig. Genauso, wenn man sich immer irgendwelche Ziele setzt. Ziele sind manchmal ganz schön, aber wenn es ja eben, wenn zu engstirnig daran gegangen wird, wenn man zum Beispiel ein Ziel impliziert ja immer schon, wenn ich das erreicht habe, dann fühle ich mich, dann bin ich gut oder so. Es impliziert ja immer schon, ich bin jetzt nichts, erst wenn ich das erreiche. Und
da sollte man auch einfach mal dran denken. Die meisten Leute können, denke ich, auch einfach nicht sich ausruhen, mal nichts machen, an nichts denken. Weil sie eben in dem Moment, wo sie anfangen, nichts zu tun, mit sich selbst konfrontiert werden. Und dann kommen mal die ganzen Dinge hoch, so was mache ich überhaupt? Was für einen Job mache ich? Wieso tue ich diese Arbeit oder so? Die meisten Leute können ja nicht mal im Urlaub abschalten. Da wird dann selbst immer alles schön verplant. Man ist den ganzen Tag beschäftigt. Man hetzt am ersten Ferientag gleich in Urlaub und am letzten zurück, bloß nicht zum Nachdenken kommen. Viele flüchten sich auch in Beschäftigung und rennen vor sich selber davon mit Beschäftigung. Und im Außen denkt man immer, oh, viel gemacht und ja, es ist einfach nur vor sich selber davonlaufen. Manchmal bei vielen Leuten diese Beschäftigung. Deswegen, was ich auch einen guten Tipp finde, einfach mal frühs oder abends den Wecker auf eine Minute zu stellen. Eine einzige Minute, die hat jederzeit eine Minute. Und nichts machen in dieser einen Minute. Frühs. Das können die meisten. Die sind ja dann immer in die Eile, denken daran, die Zähne zu putzen, denken daran, boah, jetzt muss ich heute auf der Arbeit wieder das und das machen oder dies und jenes. Die sind völlig in ihrer Routine drin, in ihrem Hamsterrad. Und wenn man sich mal früh den Wecker auf eine Minute stellt, am Anfang reicht es ein, zwei Minuten, völlig egal. Und probieren in der Zeit nichts zu machen, an nichts zu denken. Man weiß ja eh, wenn der Wecker klingelt, dann bin ich wieder im Alltag, dann kann ich wieder anfangen. Aber das können eben die meisten schon nicht. Aber mach das mal, das ist so eine einfache Sache. Irgendwann können da mehr machen. 10 Minuten, die hat auch jeder früh. Ja, drum das Passive, das Nichtsmachen, das Ausruhen ist genauso wichtig wie das Machen. Wenn du das Falsche machst, wenn du in die falsche Richtung rennst, ist egal wie weit du kommst, es ist die falsche Richtung. Und es bringt nichts, falsches Dinge zu tun. Man kommt nur weiter von seinem Weg ab. Und machen kann eben auch Schaden. Und erstmal drüber nachdenken, was man tut. Und ausruhen, Zeit für sich nehmen. Das ist jetzt auch, was ich die 2 letzten Wochen in Thailand nochmal für mich gemacht habe, jetzt hier. Einfach nochmal Zeit für mich zu nehmen und nichts zu machen. Das ist das, was ich hier lernen wollte, jetzt die letzten 2 Wochen. Ich habe mich einfach hingelegt und habe gesagt, nee, ich denke jetzt mal an nichts und auch nicht daran, dass ich jetzt, was weiß ich, ein Video als nächstes mache oder dass ich als nächstes jetzt mir was zu essen an dem Fruchtstand hole. Nee, es ist doch jetzt alles in Ordnung. In diesem Moment ist alles in Ordnung. Was soll ich da denken? Und wenn nicht, lasse ich mich einfach, ja, wenn ich Hunger bekomme, dann gehe ich und esse was. Ja, Lust drauf. Also nichts machen, ausruhen. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, bei Rüdiger Dahlke zum Beispiel habe ich mal gehört, er hat zum Beispiel empfohlen, so zu machen am Tag, sich immer eine Stunde für sich Zeit zu nehmen, an jedem Tag. Und genauso in einer Stunde sich immer eine Minute für sich Zeit zu nehmen und in einer Woche sich immer einen Tag für sich Zeit zu nehmen. In einem Monat eine Woche für sich auch Zeit zu nehmen und in einem Jahr einen Monat Zeit zu nehmen für sich und dann wirklich mal zu schauen, was man macht. Er hat auch empfohlen, dass man sich erstmal, wenn man mit der Schule fertig ist oder Studium oder was auch immer, sich erstmal ein Jahr für sich nimmt. In alle 25 Jahre komplett. Ist ein ganz guter Tipp. Für manche mag das jetzt viel Zeit erscheinen, aber ich denke, es ist schon sehr wichtig und man sollte nicht vor sich selber davonlaufen. Und diese Selbstkonfrontation nicht scheuen, dadurch kommt man weiter. Und ja, davor haben, denke ich, viele Angst, aber die ist völlig unbegründet. Wenn man sich die Sachen nicht anschaut, das ist alles nur Verdrängung. Es ist wirklich das Beste, sich die Dinge dann auch wirklich mal anzuschauen. Und ja, da stecken ganz viele Chancen drin, denke ich. Jo, das wollte ich euch heute mal mitgeben. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.